Hier auf dieser Straße starb vorgestern der 8-jährige Aharan. Er war auf dem Schulweg und wurde auf dem Fußgängerstreifen von einem LKW erfasst. Nur Stunden später fährt ein betrunkener Automobilist den 10-jährigen Silvan an und fährt weiter, auch Silvan stirbt. Beides geschieht in der Region Bern. Seit Jahren bleibt die Zahl der Unfälle mit Fußgängern konstant hoch. Das wollen Fußgängerverbände nicht länger hinnehmen. Am gefährlichsten ist es für die Kleinsten. Christian Bachmann. Schulschluss im zürcherischen Fehraltdorf. Die Schüler müssen über die stark befahrene Kantonsstraße. Täglich sorgen hier Verkehrslotsen dafür, dass nichts passiert. Trudi Gometta ist erschüttert über die verunfallten Kinder in Bern. In solchen Momenten wird ihr bewusst, wie wichtig ihr diese 10-minütige Aufgabe doch ist. Mir ist das sehr wichtig. Jedes Kind, das überfahren wird, ist eins zu viel. Seit wann machen Sie da? Seit über 20 Jahren. Kinder, die auf dem Schulweg umkommen. Auch für den Schulleiter in Fehraltorf sind die Fälle in Bern ein Horrorszenario. Man ist betroffen und denkt dann sofort, auch wenn das bei uns passiert, was machen wir denn? Und ich bin noch nie in dieser Lage gewesen, Gott sei Dank, aber es wäre für mich ein wahnsinniger Druck. Bern reagiert auf die tödlichen Unfälle. Heute stehen 200 Polizisten im ganzen Kanton auf der Straße, wie hier in der Stadt Bern. Sie verteilen an die Leute Informationsblätter, um auf die Gefährdung der Kinder am Fußgängerstreifen aufmerksam zu machen. Christian Thomas vom Verband Fußverkehr zeigt, Fußgängerstreifen sind noch nicht sicher genug, wie hier in Zürich. An einer doppelspurigen Straße fahren etliche Autos an ihm vorbei, obwohl er eigentlich rüber will. Und bei zwei Spuren ist das Überqueren besonders gefährlich, wie diese zufällige Szene zeigt. Das Tempo innerorts ist für ihn das Hauptproblem. Er fordert deshalb radikal runter vom Gas. Das Wichtigste ist sicher das gefahrene Tempo. Man weiß, dass in Tempo-30-Zone sehr viel weniger schwere und tödliche Unfälle passieren als auf Tempo-50-Strassen. Darum ist für uns wichtig, dass innerorts möglichst überall Tempo-30-Zonen gemacht werden. Die Statistik zeigt, Verkehrsunfälle mit Fußgängern, Toten wie Verletzten, ist seit 7 Jahren konstant hoch. Und die Zahl der getöteten Fußgänger ist letztes Jahr gegenüber Vorjahr sogar angestiegen. 20 Menschen starben dabei auf dem Fußgängerstreifen. Auch bauliche Maßnahmen, die uns heute kaum auffallen, könnten die Sicherheit der Zebrastreifen weiter verbessern. Wenn man jetzt zum Beispiel da überall schaut, dass der Fußgängerstreifen ist viel zu lang. Das Trottoir müsste verbreitert werden bis zum Ende des Parkplatzes. Und dann braucht es auch eine Mittelinsel. Möglichst jeder Fußgängerstreifen sollte eine Mittelinsel haben. Das ist wichtig, weil dann kann der Fußgänger sich auf eine Richtung, aufs Mal konzentrieren. Die Todesfälle zeigen, Kinder bleiben am gefährdetsten. Umso wichtiger wird, dass sie im Verkehr wahrgenommen werden. Die Berner Polizei verteilt ihnen deshalb heute Reflektoren. Mit dem Ringli kannst du nachher abklicken, dann sieht man ihn auch besser. Denn in den kommenden dunklen Wintermonaten wird es für Fußgänger noch gefährlicher.